Eigentlich mögen sie es eher querfeldein, manchmal aber gönnen sich Mountainbiker auch eine entspannte Fahrt über befestigte Wege, etwa wenn man zum Saisonstart das neue Team präsentiert. Wir sind zu Gast in Erpel am Rhein. Hier stellt das Team Merida Schulte vor historischer Kulisse den Kader für die neue Saison vor. 2008 gründete Klaus Dillmann aus Linz das Team, 2009 ging man erstmals an den Start. Die Fahrer kamen anfangs aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Heute kommen sie aus dem gesamten Bundesgebiet, um für die Linzer an den Start zu gehen. Die Motivation war die, dass ich schon viele Jahre vorher junge Menschen, Kinder, Jugendliche in der Sportart gefördert habe, weil die Sportart mir selbst auch immer viel gegeben hat. Aber ich habe schnell festgestellt, dass es wenig Unterstützung gibt. Aber es ist für die Familien, für die Eltern und für die Sportler sehr finanziell intensiv, also ein sehr teurer Sport, muss man schon sagen, sehr verschleißfreudig. Und daher sind die Sportler auf Unterstützung angewiesen. Und da haben wir halt die Möglichkeit gesehen, diese zu unterstützen. Vier Mädels und sieben Jungs gehören zum aktuellen Kader. Zwei von ihnen wollen wir uns mal genau anschauen. Mein Name ist Nils Dillmann, ich komme aus Linz am Rhein und bin 18 Jahre alt. Ich fahre Mountainbike, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Mein Vater hat mich dazu gebracht, Mountainbike zu fahren, weil es auf der Straße zu fahren gefährlich war und ich deswegen lieber im Wald fahren sollte. Mit Freunden bin ich immer viel gefahren und bin dann irgendwie in Rennsport reingekommen. Ich habe ja jetzt in die U23-Klasse gewechselt und da muss ich mich jetzt erstmal neu orientieren und sammeln. Ich versuche auf jeden Fall viel Erfahrung weiter zu sammeln und dann erst kann ich gucken, was ich in den nächsten Jahren an Zielen mir stecken kann. Letztes Jahr lief es eigentlich anfangs sehr gut für mich, konnte mich für den World Cup in Albstadt als Ersatzfahrer qualifizieren. Deutsche Meisterschaft lief nachher auch noch sehr schön und am Ende der Saison hat mir ein bisschen die Power gefehlt, aber so ist das halt im Sport, läuft nicht immer gut. Profi würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das Zeugs dazu habe. Ich denke, ich habe mich deutschlandweit schon zeigen können, was ich kann. Zum Profi wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ich mache es weiterhin zum Spaß und werde auch immer weiterfahren. Er fährt schon das 11. Jahr Rennen, macht jetzt sein Abitur auch, kommt jetzt viel auf einmal. Da wollen wir die Erwartungen mal gar nicht so hochschrauben. Er hat mehrfach den NRW Cup gewonnen, ist auch auf Bundesebene schon sehr erfolgreich gefahren. In Belgien letztes Jahr sehr gut gefahren. Wir wollen mal schauen, wie es kommt. Aber den Druck nicht zu hoch setzen. Mein Name ist Sarah und ich komme aus Nürtingen und bin 17 Jahre alt. Ich habe 2002 angefangen durch meinen Bruder, der durch einen Klassenkamerad dazu gekommen ist. Und dann habe ich halt auch gleich angefangen, weil ich es hammer cool fand. Und seitdem macht es mir immer noch Spaß und es ist einfach schön so in der Natur. Also ich trainiere 5-mal die Woche und so circa 12 Stunden in der Woche und mal geht man in Kraftraum, mal ins Zirkeltraining in der Halle oder viel jetzt auch im Winter Grundlage auf der Straße trainieren, mal längere Einheiten oder halt auch Mountainbiken im Gelände. Bei der WM in Südafrika die Bronzemedaille. Die Erinnerungen einfach nur schön. Ich kann es immer noch nicht so ganz glauben. Also ich lag eigentlich die meiste Zeit auf Platz 3. Und in der letzten Runde bin ich dann nochmal an die Zweitplatzierte rangekommen, aber es hat nicht mehr ganz gereicht. Und ja, aber mit dem dritten bin ich hammerzufrieden. Sarah Bauer ist das sportliche Aushängeschild des Teams, gewann im Vorjahr die Bundesliga, wurde Fünfte bei der Europameisterschaft, Dritte bei der WM in Südafrika. Olympia darf ein Ziel sein, die Voraussetzungen sind da und auch die Trainingsgruppe ist außergewöhnlich. Das Besondere an den Mädels ist, dass sie jetzt alle von der Schwäbischen Alb kommen und dadurch gemeinsam trainieren können. Und auch unser im Team aktiver Trainer, der Ralf Klei, kommt auch aus deren Region und kann die Sportlerinnen dann auch unterstützen. Das ist in Deutschland einzigartig, denn Mountainbike ist immer noch eine Randsportart. Auch unsere männlichen Fahrer leiden oft darunter, dass sie immer alleine trainieren müssen, weil sie keine passenden Partner haben. Und für die Mädels ist das in Deutschland schon eine
tolle Situation, in der sie sich jetzt befinden. Bemerkenswert ist auch das, was in wenigen Jahren entstanden ist und wie man sich präsentiert. Im alten Eisenbahntunnel der Brücke von Remagen stellte das Team unter anderem die neuen Bikes vor. Merida aus Taiwan ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt. So ein Konzern muss erst einmal auf die Idee kommen, ein Team aus Linz zu sponsern. Sie tun es, weil man an die Philosophie von Klaus Dillmann und seinem Team glaubt. Der investiert selbst neben Herzblut auch viel Geld in dieses Projekt. Wie viel, darüber will er nicht sprechen. Ich verdränge das selbst ganz gerne, sagt Dillmann. Sportlich darf man auch in diesem Jahr wieder Überraschungen erwarten. Die Europameisterschaft etwa ist in Deutschland. Da will Sarah Bauer ihre Medaillensammlung ausbauen. Und mit einem Auge auch auf Olympia schielen. Aber auch die anderen können Ausrufezeichen setzen. Die neue Saison kann kommen.